Alles ist so vorbereitet. Ich sage nichts zu eurer Mutter, wenn ihr. Geht einfach nach oben, Sarah. Hab Dank, Madame. Mami sagt, ich muss nicht auf euch hören, weil sie dreimal so viel verdient wie ihr. Was starrt ihr so? Eure Schwestern sind, waren beide Magier, genau wie euer Vater? Und ich bin keiner. Na und? Nichts. Es wird nicht immer an alle Nachkommen vererbt. Aber es ist gut zu wissen, dass euch unsere Misere vertraut. Ich glaube nicht, dass ich das kann. Ihr könnt euch eure Misere sonst wohin stecken. Heute ist mein Ruhetag, aber für euch mache ich eine Ausnahme. Was soll ich sagen? Wenn man schon arbeitet, dann sollte man auch hart arbeiten. Ich verstehe, was Ninette an euch mochte. Ihr seid ziemlich temperamentvoll. Eine erfrischende Abwechslung von dem langweiligen Taugenichts, den ich geheiratet habe. Ich habe gehört, sie hat ihren nichtsnutzigen Ehemann endlich verlassen. Das freut mich für sie. Ich wünschte nur, sie hätte sich noch verabschiedet. Hat sie euch erzählt, dass sie ihren Ehemann verlassen hat? Nein, aber ich hoffe, dass sie genau das getan hat. Ghislaine ist ohnehin nur an dem Vermögen ihrer Familie interessiert. Ninette ist ein echtes Juwel. Elegant, weltgewandt, im richtigen Maße verdorben. Ghislaine hat sie nicht verdient. Könnte Ninette eine Abtrünnige sein? Ich hoffe nicht. Ninette wird von allen geliebt, manchmal sogar zweimal pro Nacht. Ghislaine ist der Einzige, der ihr etwas antun würde. Aber dafür ist er nicht Manns genug. Ghislaine wusste über euch und Ninette Bescheid. Hat er sich mit euch unterhalten? Der Mann ist unfähig, sich zu unterhalten. Er ist hier aufgetaucht, hat mich angeschrien, mich ein dreckiges Klingenohr und einiges andere genannt und mich dann beschuldigt, ich würde seine Frau verderben. Wir mussten ihn rauswerfen. Habt ihr irgendeine Ahnung, wo sie sein könnte? Nun ja, also, da war noch jemand anderes, der nach Ninette gesucht hat. Ein Templer. Ich glaube, sein Name war Emmerich. Und er wollte auch nicht mit mir schlafen. Ich wüsste nicht, warum sich ein Templer für jemanden interessieren sollte, der kein Magier ist. Denkt ihr, Ninette ist etwas zugestoßen? Nun ja, mich hat sie auf jeden Fall verzaubert. Falls Ninette aber eine Magierin wäre, hätte Emmerich das bestimmt gesagt. Vielleicht weiß Emmerich ja etwas, das wir nicht wissen. Emmerich sagte, er würde seine Nachforschungen in der Dunkelstadt fortsetzen. Vielleicht ist er ja noch dort. Und wenn ihr Ninette findet, dann sagt ihr bitte, sie möge doch mal wieder bei mir vorbeischauen. Ihr seid zurück? Seid ihr nicht vielleicht doch an meinen zahlreichen Diensten interessiert? Ich habe genug Geld und ein wenig Zeit. Also warum nicht? Was? Du gehst mit ihm? Jetzt? Ja, jetzt. Ihr wartet hier. Das ist einfach falsch. Er hat nicht von dir verlangt, deine Kinderboa zu tragen. So, Leute. Ich muss in Kürze mal wieder nach Brazil einkaufen gehen.
Templer. Dank für euer rechtzeitiges Auftauchen, Sarah. Mein Name ist Emmerich. Ihr seid älter, als ich dachte. Ninette scheint sich sonst eher für junge, spitzohrige Männer zu interessieren. Wie bitte? Ninette Carrick. Ich habe gehört, sie sei ziemlich viel herumgekommen. Und da ihr nach ihr gefragt habt, habe ich einfach gemutmaßt. Das ist ja lächerlich. Ich war einfach nur besorgt, dass sie in Gefahr sein könnte. Das ist alles. Die Untersuchung war jedoch reine Zeitverschwendung. Habt ihr denn gar nichts herausgefunden? Die meisten sagen, sie habe einfach nur ihren Gemahl verlassen. Angefangen hat das alles, als Maren, eine der Magierinnen aus unserem Zirkel, plötzlich verschwand. Das kam mir seltsam vor, weil sie schon etwas älter und alles andere als abenteuerlustig war. Und dann habe ich von Ninette und zwei weiteren Frauen gehört, die vermisst werden. Ich hatte mal einen Freund, der plötzlich verschwunden ist. Am Ende habe ich ihn betrunken unter meinem Bett gefunden. Was ist? Ich denke, zwischen diesen verschwundenen Frauen besteht ein Zusammenhang. Und ich befürchte, wir haben es mit einem Verbrechen zu tun. Niemand verschwindet einfach so. Vielleicht wurde sie ermordet oder entführt. Wir haben weder Leichen noch etwaige Lösegeldforderungen gefunden. Diese Frauen sind einfach spurlos verschwunden. Kann ich euch bei eurer Untersuchung irgendwie helfen? Es ist nicht länger meine Untersuchung, Sarah. Aber ihr könnt sie gerne fortsetzen, wenn ihr möchtet. Dieser Kampf hat mir gezeigt, dass ich nicht mehr der Krieger bin, der ich einmal war. Ich weiß, wann es an der Zeit ist, Platz für andere zu machen. Hier, nehmt meine Aufzeichnungen. Vielleicht könnt ihr mehr damit anfangen. Ich kehre in die Galgenburg zurück. Ich bin zu alt für das hier. Eine Gießerei in der Unterstadt? Dem sollte ich auf den Grund gehen. Varric? Carver? Glaubt ihr immer noch, ihr würdet uns helfen? Während ihr uns in Schulden an euren Bruder begrabt? Reitet ihr immer noch im Damensattel, während ihr Leute angreift, die euch überlegen sind? Trinken wir nachher was zusammen? Würde ich mir nie entgehen lassen. Mögt ihr mich nicht, Carver? Ich mag euch nicht. Das ist schade. Jemanden zu hassen, nur weil er ein Magier ist, ist schändlich. Ich hasse euch nicht, weil ihr ein Magier seid. Ich hasse euch, weil ihr nicht aufhören könnt, darüber zu reden. Unterdrückung hier, Templer da. Ich habe schon lange vor euch genug darüber gehört. Vielleicht ist es an der Zeit, dass ihr auch mal darüber nachdenkt.